So, und da sind wir wieder bei der dümmsten Quest, die ich je gesehen habe. Und zwar läuft sie auf Zeit. Cabo hast du inzwischen abge... Gut, dann nehmen wir sie jetzt zusammen an. Und jetzt müssen wir verschiedene Kontrollpunkte ablaufen. Das läuft hier auf Zeit und wenn wir das nicht innerhalb der Zeit schaffen, die irgendwie auch nirgendwo angezeigt wird. Schon wieder ein großes Event? Boah, ich hänge in diesem... Ja, toll. Mitten auf der Rennstrecke öffnet sich natürlich jetzt ein Rift. Ich bin irgendwie fest verwurzelt hier. So, zur nächsten Fahne. Cabo ist schon ganz außer Ich kann Atem. nicht mehr. Laufen, durchhalten. Jedenfalls. Ja, und ich habe jetzt natürlich keinen Speedboost mehr. So. Hä? Wieso ungültiges Ziel? Ich glaube, ich hab's verbockt, oder? Ah nee, hab's doch geschafft. Was hast du denn da alles mitgebracht? Nein, das ist nicht von mir. Oh. Warum bist du bei mir fehlgeschlagen? Keine Ahnung. Du mich verarschen? Homo-gay. Ich sage, die Quest ist absolut nervig. Beim letzten Mal habe ich auch drei Anläufe gebraucht. Nee, oh, hast recht. Ich heil dich. Schaffst du das auch gegen zu heilen? Ja. Das Schlimme ist, wenn der Außenposten jetzt hier weg ist, dann ist Schicht im Schacht, dann können wir ja keine Quest mehr abgeben, annehmen. Ich glaube, da ist eben noch eine zweite Truppe gekommen. Das machst du wirklich sehr souverän mit dem Heilen. Ich bin überrascht. Yay, die erste Welle haben wir zurückgeschlagen. Da kommt schon wieder was. Wo kommen die alle her? Gute Frage. Gibt jedenfalls gute Erfahrung hier. Das muss man auch mal positiv sehen. Jetzt müssen wir die da hinten noch auseinandernehmen. Aber ich nehme an, du stehst dicht hinter mir und heilst mich und so. Ist dir kein Schaden. Kommt schon wieder raus. Stimmt, da kommt noch eine Welle. Man sieht das auf der Minimap. Na gut. Gibt nichts zu viel. Gab sogar ganz nett EP. Da kommt aber schon wieder eine Welle. Da muss irgendwo ein Nest sein.
Oh, hier was Blaues gekriegt. Ich hab noch nicht nachguckt, was ich bekommen. Ist hier was Neues? Nee. So. So, jetzt geh ich mal die Quest hier nochmal machen. Jo. Wir gucken auch mal, was wir bekommen haben. Irgendwie haben wir es jetzt nicht gesehen, aber es war nichts Blaues dabei, sondern ein verwesendes Siegel und Planarit. Also nichts Tolles. So, gucken wir mal. In der Zeit, wo Cabo das neu macht, sortiere ich mal das Artefakt neu. Das Inventar neu. Können wir mal eine zweite Seelenessenz reintun. Hätten wir Ausdauer, hier hätten wir einen mit Stärke. Hier haben wir noch ein Artefakt. Der Rest ist graues Gelumpe. Oder irgendwelchen schwachen... Oh Mann, das ist eine behinderte Quest. Hast du schon wieder verloren? Ja, nee, aber... Hat er noch eine Folge? Ja, esst Käse innerhalb der vorgegebenen Zeit. Da da aber gerade eine ist, warte ich jetzt, bis die da fertig ist. Am besten, dass wir die nacheinander machen. So. Hä, jetzt kann ich mich nicht bewegen? Ja, du bist da gefesselt. Ja, das ist der geile Typ, der schummelt da, der Knappe. Ja. Während einer groß angelegten Invasion haben wir natürlich nichts Besseres zu tun, als Käse zu essen. So. Ja, super, solche Mob am Hals, ja. Einfach weiterrennen, den Mob ignorieren. Ach je. Oh, die Hälfte der Käses habe ich schon gegessen. So, was ist das letzte Banner? Das Ding hier, oder was? Hm? Oh. Hilfe. Ich heile dich mal noch irgendwie. Hast du es jetzt geschafft? Wie müsste ich? Keine Ahnung. So, und der letzte Käse wird gegessen. So. Du weißt schon, dass gerade die Post abgeht. Ja, ich weiß. Oh. Das Ding läuft halt auf Zeit und da wollte ich den Käse schnell noch zu Ende essen. Ach, wie doch, wie. Für das Lager diesmal auch halten können. Dieses Mal ist der Angriff noch heftiger. Ich bin echt tot. Tot. Fuck. Jetzt ist mein Heiler gestorben, das heißt, ich werde auch nicht mehr lange machen. So, da bin ich auch schon tot. Was machen wir jetzt? Seelenwandlung. Da kommen wir am besten mal zu den Käseladen rein hier. Da können wir uns ein bisschen regenerieren. Ein bisschen was trinken. Das sieht übel aus. Sie haben den Posten eingenommen und jetzt zu ihrem eigenen Schutzpunkt gemacht. Juhu. Das gefällt mir nicht. Theoretisch müssten wir jetzt die ganzen Mobs abschlachten. Zu zweit, ja. Yeah. Wir warten einfach mal eine Minute oder so. Vielleicht kommt ja jemand und hilft uns. Wir gucken auf die Karte. Also momentan sind wir hier wirklich der Hauptstützpunkt der gegnerischen Invasion. Jo. Es ging aber jetzt schnell, dass die den übernommen haben. Ja. Ich probiere mal irgendwas Kleineres ranzupullen. Naja. Sind alles Eliten. Nee, ein paar noch. Was ist ein Scheiß. Ja. Aber zumindest werden wir hier nicht verhungern. Wir haben massig Käse um uns herum. Und was zum Trinken. Oh. Genau.
Das ist schön. Hm. Wenn wir jetzt hier rausgehen, werden wir sofort irgendwie von irgendwas gepoppt. Yeah, poppen. Hm. Wenn wir hier drin bleiben, wird es unseren Zuschauern irgendwann langweilig. Wir können jetzt noch nicht dazwischenzeitlich unterbrechen. Nein, wir wollen doch nicht schneiden. Das reicht schon, dass ich geschnitten habe, wo du da 2 Stunden deine Taschen gemacht hast. Mann. Aber da kommt doch irgendwie keiner, um uns zu helfen. Wo sind wir? Ja, wo sind wir? Wir sind... Mag jemand... nicht den Caps Lock. Ritterposten. Hätte nicht zufällig jemand Lust und Zeit, den Ritterposten zu befreien. Nee, das glaube ich, kann es nur du lesen. Ja. Eins. Fairmark, ah. Hätte nicht jemand Lust und Zeit, den Ritterposten zu befreien. Und hier armselig, die Mobs sind 2 Level unter uns. Naja, solange wie wir jetzt hier auf Hilfe warten, könnten wir auch erstmal jetzt eine kurze Pause machen und ich gebe zurück in die Senderzentrale nach Bonn.